Hi Leute, heute gibt's einen Haul von mir. Ich war bei DM. Wir machen erstmal das. Und zwar hatte ich euch ja erzählt neulich, dass es bei DM jetzt Essilacke gibt. Also Essilacke. Und dann habe ich mir unter anderem auch feuchte Tücher gekauft. Aber ja, da habe ich mir einige Sachen gekauft. Moment. Ah, das ist ein riesiger Kruschel hier. Genau. Ich wollte eigentlich von... Also ich habe ja den Navigator aus der... Ich glaube Navigator-Kollektion auch. Die LE. Und ich wollte unbedingt noch diesen Peachigen haben. Leider war dieser ausverkauft. Aber von den zwei Farben, die haben mich auch sehr angesprochen, stand jeweils noch ein Fläschchen da. Und dachte ich, jetzt muss es sein. Und zwar habe ich einmal... Den, der knallt richtig. Das ist der, ich glaube, Ole Caliente. Ja, Ole Caliente. So sieht er aus. Richtig geil. So ein richtiges, krasses, ja, schon sehr neon Korall. Korall. Und dann habe ich mir noch das Tour, das, die Tour de France. Nee, nicht Tour de France. Tour de Finance oder was geholt. Das ist halt so ein richtiges Hot Pink und hat dann so einen Schimmer drin. Ja, auch immer so pinken Schimmer. Gefällt mir sehr gut. Die zwei richtig toll. Ich denke auch, dass die zwei richtig geil aussehen werden, auf den Füßen getragen im Sommer dann. Deswegen, so habe ich jetzt gedacht. Und dann habe ich mir noch den geholt und endlich habe ich ihn gefunden. Ich war schon ewig auf der Suche, aber irgendwie meinen DM hier hat den nie. Das ist dieser hier, ihr kennt ihn bestimmt alle schon, weil ja, er einfach super geil ist. Das ist der Night in Vegas, heißt der. Das ist ein Topcoat und der dann wirklich super geil aussieht, auf egal welcher Farbe. Besonders aber schön auf dunklen Farben, finde ich. Also ich habe den schon sehr oft auf Blogs gesehen und mir hat dieser Effekt einfach sehr gut gefallen. Das sind so Glitterteilchen, verschieden Größe, sage ich mal, die so richtig toll in allen Farben reflektieren. Mir gefällt das sehr gut. Ich finde immer, das sieht so feuermäßig aus, wie ich sage, so Feuernägel irgendwie. Mir gefällt das sehr. Und ja, ich freue mich, den gefunden zu haben. Und dann habe ich mir noch einen Nagel... Voll die Nagellacke, ey. Eigentlich voll unnötig, aber... Sah sehr süß aus. Cotton Candy habe ich mir geholt von Essence. Essence Nude Glam Nail Polish heißen die. Kostet, glaube ich, so 1,70 Euro oder sowas. Und Iced Latte. Die Essie-Nagellacke kosten 7,95 Euro, falls ihr da fragt. Ja, und werden jetzt aufgebaut halt in den ganzen DMs. Also nicht jeder DM hat sie schon. Wird sie auch nicht, ich glaube nicht jeder wird sie haben, aber es wird nach und nach jetzt erst passieren. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich halt wirklich echt schon lange kein Drogerie-Tutorial mehr gemacht habe, weil ich einfach auch, ich kaufe nicht so sehr mehr in der Drogerie ein, eigentlich, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich halt diese Produkte nicht. Habe mir jetzt extra halt welche geholt, dass ich vielleicht ein Tutorial machen kann. Einfach mal so zwischendurch. Ja. Ich habe zwar noch ein paar Sachen, die werde ich natürlich auch kombinieren dann dazu. Deswegen ist es nicht kompletter Look jetzt. Aber ich habe mich sehr interessiert halt dafür, für die Essence Mascara Get Big Lashes Volume Curl. Die ist so geschwungen. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene oder vier, ich weiß nicht. So sieht die jedenfalls aus. Die ist so geschwungen. Fand ich sehr interessant, so von der Bürste. Und ich finde Essence Mascaras auch sehr, sehr gut. Bisher zumindest, die ich gekauft hatte. Und ja, mal sehen, wie diese so ist. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift mitgenommen. Und der heißt All About Cupcake 53. Auch von Essence. So sieht die Farbe aus. Ich habe alles durchgeswatcht, eigentlich einfach mal komplett. Auch Catrice. Ich hatte auch lange einen von Catrice im Körbchen gehabt, aber irgendwie fand ich den jetzt doch ansprechender. Oh, kommt gar nichts raus. Okay, das ist wieder so ein Schierer, aber ich mag ja sowas. Also ich mag so Luster-Finishes. So sieht die Farbe aus. Und die riechen voll angenehm. Also mir gefällt das.
Und dann habe ich mit denen geholt, weil die Shatter, ich war mit der Shatter und der Ellie da und die Shatter hat mit denen empfohlen, die sollen sehr, sehr gut sein. Das ist hier von P2 Perfect Look Kajal. Hat hinten noch einen Anspitzer, habe ich gerade gesehen. Das ist cool. Das ist so einer, den man aufdrehen kann. Und ich habe hier noch einen alten Swatch. Ich habe mir schon die Hände gewaschen, mehrmals jetzt und auch geschrubbt. Und das Zeug geht nicht ab. Ist echt krass. Also ich zeige es euch mal. Das ist jetzt die Farbe 030 Bronze. Hier. Und wenn man ein bisschen wartet, so hat sie es mir erklärt, und so ist es auch, trocknet es, sinkt das gut ein irgendwie in die Haut. Und dann könnt ihr rubbeln und es geht nicht ab. Also was sehr gut ist. So kann man sich halt vorstellen, dass der Eyeliner wirklich den ganzen Tag hält oder auch auf der Wasserlinie einfach mal gut hält. Das werden wir ausprobieren. Und dann habe ich, Mist, jetzt ist runtergefallen, mir noch einen Augenbrauenstift gekauft, weil ich immer noch auf der Suche bin. Ich meine, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Chanel, aber es muss ja nicht so teuer sein. Also deswegen, der sah interessant aus von der Farbe. Das ist von Essence Eyebrow Designer in der 04 Blond. Werde ich mal sehen jetzt. Also ich sehe ihn jetzt auch zum ersten Mal zu Hause. Ist halt sehr hart. Ich mag das nicht so, wenn die so hart sind. Aber wir gucken mal von der Farbe. Kann man gleich mal kontrollieren, ob die Farbe ähnlich ist. Nee, scheiße. Leider gar nicht. Hier. Das hier ist der von Essence und der nebendran ist der von Chanel. Nee, ist doch zu dunkel. Mist. Irgendwann habe ich hier so einen Haufen Augenbrauenstifte, die ich dann nie probiere. Am besten, ich nehme immer meinen mit und dass ich den gegen. Sorry, ich habe gerade gegessen. Dass ich den gegen swatchen kann. Im Geschäft. Das wäre mal schlau. Naja, nächstes Mal dann. Dann den gebe ich einfach meiner Mutter, weil sie mag so braune. Obwohl, jetzt. Nee, doch nicht. Okay, und dann habe ich mir noch eine Make-up gekauft. Das nennt sich Make-up to Match Adapts to All Skin Tones von Essence. Das fand ich sehr interessant. Es hat, glaube ich, 3 Euro oder so gekostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist die 030 Medium. Ich glaube, es gab nur drei Nuancen. Die 3, 10, die 20 und die 30. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Habe jetzt Medium einfach genommen, weil. Eigentlich habe ich nur das ausprobiert, eigentlich. Das Interessante ist, das ist sowas wie von Estée Lauder, dieses Zeusch. Wie heißt denn das nochmal? Wie heißt das? Das hatte ich sogar auch mal. All Day Wear, Day Wear oder so. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das ist in der blauen Verpackung. Blaue Tube, glaube ich, ist das oder so. Ach, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, das passt sich so deinem Hautton an. Erstmal ist es so. So einfach eine Creme, sagen wir mal, ja. Und dann sind so, man sieht schon, dass da so kleine Pünktchen drin sind, so wie Peeling-Stückchen, aber ganz fein. Und ich glaube, wenn man die halt verreibt, dann platzen die auf. Und ja, doch, man sieht es hier. Das sieht aus wie so Bourbon-Vanille. Das erkennt man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Aber irgendwie hat das wohl was damit zu tun, keine Ahnung. Gibt es so eine chemische Reaktion oder so? Und das tönt etwas die Haut, aber. Auch nur sehr dezent. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, so im Sommer. Das passt sich so halt dem Hautton an. Wahrscheinlich gleicht das so ein bisschen die Rötungen aus oder so. Werden wir mal sehen. Sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Also es fühlt sich gut an. Geruch ist okay. Ja, bin ich gespannt. Das kannte ich noch gar nicht, habe ich noch nie irgendwo gesehen, gehört. Fand ich interessant einfach so. Top-Innovation. Ja, probieren wir es mal aus, ne? Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen sogar zu reichhaltig ist für mich, werde ich sehen. Weil es fühlt sich schon. Müssen wir gucken. Ja, das war's von DM. Dann habe ich. Das war ja im Hessen Center, waren wir. Dann habe ich mir noch Ringe gekauft von IM. So heißt es. So ist die Marke IM, hier ist auch die URL i-m.com. Und zwar war ich lange auf dieser Suche nach so ganz dünnen Ringen, also wirklich so ganz dünn, so wie dieser hier, den ich jetzt trage. Das ist auch einer davon. Der ist jetzt so Roségold und hat einfach nur so einen einzelnen Brillanten drin. Ist aber aus echt Silber.
Also 925er Silber hat 9,95 gekostet, dementsprechend dann natürlich für so ein Mini-Fuzzi-Ding. Ich weiß, aber es ist halt echt Silber und ich wollte es lieber so besser. Dann läuft es nicht an und so. Und dann habe ich mir den geholt. Der ist voll süß. Der hat 12,95 gekostet. Moment, ich ziehe ihn mal an. Und ich dachte, so in der Kombination ist das ganz süß. Seht ihr hier, das hat so ein ganz kleines Schleifchen. Finde ich voll niedlich. Und so angedeutete Steinchen. Auch ein paar Steinchen drin, glaube ich sogar. Sehr süß so zusammen. Dachte ich, dann würde es gut aussehen. Ja. Ist vielleicht doch ein bisschen groß. Vielleicht nehme ich doch die andere. Ah, Mist. Das ist immer das Ding, ne? Wenn man halt dieses, wenn das Ding da dran hängt, dann ist es doch zu groß später. Wie ich es jetzt gerade feststelle. Aber nur ein Ticken. Ist okay. Und dann habe ich mir noch eine Sache. Was war das jetzt? Schere. Noch eine Sache gekauft bei Gina Tricot. Gibt es bei uns in Frankfurt auch nur im Hessen Center. Ich habe diesen Schal gesehen, der ist einfach geil. Das ist so ein Infinity-Schlauchschal, wisst ihr? 9,95 hat er gekostet. Das ist so aus Baumwollstoff. Richtig, also so ein Riesending eigentlich. Aber der sieht so toll aus. Ich liebe diese Farbe einfach. Das ist so eine Farbe, die wirklich braun macht. Ich meine, jetzt nach hinten. So. Oh, ich sehe so schlimm aus gerade, aber es ist auch schon spät jetzt. Ihr müsst es ertragen. Also so. Und dann könnte man noch. Moment. So. So wäre der dann. Finde ich voll schön, die Farbe. Sehr frisch sieht die aus. Ja, das ist es. Und das war's auch schon mit meinem Haul. Ich werde euch dann bald das Tutorial dazu machen, so was ich mir gedacht habe. Und ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.